Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in Train Simulator 2. Wir befinden uns hier auf der Tees Valley Line und kümmern uns um das nächste Szenario, den Zementkreis. Nehmen Sie am ewigen Zyklus von be- und entladenden Zügen teil, die zwischen den Eastgate-Zementwerken und dem Tees-Rangierbahnhof verkehren. Wir fahren das Ganze mit der Class 31-1. Das erste Mal, dass wir die halt auch einfach so fahren in einem Szenario, ohne Tutorial, also nicht abseits des Tutorials meine ich damit. 35 Minuten soll das Ganze dauern, 3 von 5 Schwierigkeit, 40, 50, 4050 Punkte benötigen wir. Um 14 Uhr spielt das Ganze. Wir starten in Darlington und fahren dann wahrscheinlich von dort aus zum Rangierbahnhof. Ja, dann starten wir das Ganze mal. 40, 4050 Punkte für die Goldmedaille. Der Bahnsteig in Darlington sollte in Kürze frei sein und Sie werden weitergeleitet. Steigen Sie wieder in die Lokomotive ein, um bereit zu sein. Ist halt lustig, dass wir sogar hier anfangen mit offener Tür. Kann sein, dass die Katze heute ein bisschen mehr jault als sonst und sich zu verständigen möchte. Aber Katzenfutter kommt erst um 19 Uhr. Muss noch 2,5 Stunden warten. Ja, ich kann auch nichts dafür. Wir müssen nur herausfinden, wo wir DSD und die Drive, wo wir AWS und DSD aktivieren. Wir haben einen Führerstand. Aua, 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 hör auf zu kratzen. Aua. Gut. Jetzt sind wir einfach erstmal hin. Das finden wir auch alle schon noch. Richtungswende auf vorwärts. Bremse auf fahren, aber es geht noch nicht los. Ne? Dann warten wir doch nochmal. Prinzipiell können wir es eigentlich auch hier machen. Aber. Da haben wir den AWS-Vorstandswechselendhebel. Heißt, wir werden es wahrscheinlich auf der anderen Seite aktivieren müssen, oder? Würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Oder ich bin einfach zu blöd und sehe den Punkt nicht. Das wird die Möglichkeit nicht, aber. Dann müssen wir es einfach so machen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. AWS und DSD aktiviert. Dann lösen wir die Bremsen. Und dann können wir eigentlich auch schon fast losfahren. Haben wir ordentlich was hinten dran? Das ist sogar Kesselwagen. Aber das ist gar nicht das Kesselwagen-Szenario. Lustigerweise. Da gibt es auch nochmal ein Szenario dazu. Hecklich, rechte Seite ist aus. Das ist ein, okay. Das klar und dann geben wir Schub, wir erhöhen mal die Leistung. Wie viele Kesselwagen haben wir denn überhaupt? Wir haben 22 Wagen, wahrscheinlich ohne Lok, also 21 bis 20. Wenn wir jetzt ein Doppelgespann, das sollen wir in Darlington halten. Ja, schon nice aus, ne? Auch so im Herbst. Das macht doch schon was her. Ich muss
dann noch so ein bisschen die Strecke so kennenlernen. Weil sie versuchen mir zu merken, wann, wo welche Geschwindigkeiten sind. Beim East Coast Way kann man sich das ja noch ganz gut herleiten. Da weiß man ja ungefähr, wo man halt diese einen Abschnitt hat, wo es langsamer vorangeht. Also wir sollen ja in Darlington halten. Dann gehen wir mit der Leistung raus. Wir rollen hier erstmal rein. Mal immer in Darlington. Darlington ist doch ein Kopfbahnhof. Wir müssen ein bisschen ans Bremsverhalten hier gewöhnen. Das bremst natürlich ordentlich nach. Beiden Loks. Nur keinen wirklichen Zeitplan, ne? Ein bisschen Leistung nach, dass wir noch ein bisschen weiter vorrollen. Oder ist es. Okay, wir sind hier doch nicht auf dem Kopfbahngleis. Es geht hier noch, aber nicht auch nicht weiter. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich umkoppeln. Wahrscheinlich koppeln wir das Doppelgespann ab und setzen das auf der anderen Seite nochmal an. Schätze ich mal. Vielleicht mal in andere Richtung fahren. Da werden wir dann ja gleich sehen. Weil wir brauchen eigentlich mehr beschleunigen. Wir rollen jetzt einfach dorthin zum Haltepunkt. Da vorne ist auch nochmal ein Zement. Ach, wie komme ich jetzt? Wie komme ich eigentlich auf Treibstoff? Wir fahren noch Zement. Hier haben wir noch einen Streckenplan, den wir da hinhängen können. Machen wir auch gleich, würde ich sagen. Also möglichst nah, dass wir noch gute Punkte bekommen. Möglichst maximale Punktzahl, brauchen wir 450 Punkte. Das war's für diesen Zug. Ein anderer Lokführer übernimmt sich von hier an. Ziehen Sie den Schlüssel und steigen Sie auf den Bahnsteig aus. Ja, ich denke mal, wir sollen hier, ne? Das Ganze auch herunterfahren. Dann den Richtungswender auf aus. Den Generalschlüssel nehmen wir mit. Und dann steigen wir hier aus. Dann steigen wir wahrscheinlich genau in die Lokomotive ein, die wir jetzt gerade eben dort drüben gesehen haben. Das ist ja perfekt. Dann laufen wir direkt am Streckenplan vorbei, den wir aufhängen können. Dann kleistern wir den mal dahin. Und dann geht es jetzt Richtung... Richtung South Bank, glaube ich. Vielleicht auch Richtung Red Car Central, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht die dritte von 20 Streckenkarten. Es sind halt so viele, so ewig viele Sachen, dass man echt gar nicht weiß, welche Sachen jetzt auf welcher Strecke sind. Da haben wir unseren Zug, mit dem wir jetzt gleich fahren werden. Zeitung platzieren. Sehr schön. New South Bank Station opened. Middlesbrough vs. Darlington Match 16 arrested. Ah, nicht schlecht, dass es auch sowas gibt. Wie sich hier warten und einfach auf die Zementwagen starren. Können wir auch nochmal was hinhängen? Wieder ein Streckenplan? An einem Bahnhof zwei Streckenkarten? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Wusste ich nicht, dass es auch geht. Ich dachte, das wäre eigentlich eher so in jedem Bahnsteig maximal eins. Wobei, wenn es halt weniger als 20 sind, wäre meistens so 20, 25 Karten. So, wir haben hier auch wieder ein schönes Doppelgespann, wie wir es auch drüben hatten. Bremsmäßig. Wissen wir jetzt ja ungefähr Bescheid. Dann setzen wir uns hin, machen den Generalschlüssel, aber der ist schon drin. Diese bladenden PCAs sollen zurück zum TIS-Rangierbahn transportiert werden, wo sie für den Weitertransport organisiert werden. Bereiten Sie sich auf die Abfahrt des Zuges vor. Kriegen wir hin. Richtungswender auf vorwärts. Den Zug haben sie auf fahrend. Dann... Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal den Hebel hier anmachen. Dann warten wir, bis der Bremsdruck sich komplett aufgeladen hat. Das ich doch eigentlich auch nicht. Sich verringert hat. Machen wir es nochmal so vernünftig. Jetzt haben wir es. Dann geben wir Leistung, um voranzukommen. In 336 Hertz dürfen wir auch 70 Miles per Hour fahren. Das heißt, wir fahren die Class oder die Doppeltraktion der Class 311 TF? FT? Was war das? Ne, FX. FX, genau. Fahren wir jetzt komplett aus. Nicht zu stark beschleunigen. Schön die Amperezahl im grünen Bereich halten und nicht im roten. Jetzt fahren wir über Eagles Cliff. Wir halten nicht in Eagles Cliff. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt können wir auch wieder mehr Leistung geben. Sollte noch im grünen Bereich sein. Jawohl, perfekt. In 200 Yards haben wir ein gelbes Signal. Aber schön mal jetzt nicht irgendwie im Regen zu fahren. Im typischen britischen Wetter quasi. Also was so die Dingens betrifft, was die Vorurteile betrifft. Und wir sind im Oktober wohl bemerkt, ne? Wir beschreiben glaube ich den 22. Oktober, oder? Wir schreiben hier den 15. Dezember 2020, aber ich glaube, das war irgendwas im Oktober später. Das ist ja 22.10. glaube ich, ne? Spiele das Szenario. Das andere war jetzt die Real Life Time. Oh, wir fahren hier links lang. Geil. Ah ne, Moment, das sind wir beim letzten Mal auch. Wir sind nicht gerade ausgefahren, da war ja was. So, dann dürfen wir gleich beschleunigen auf 35 Miles per Hour zumindest. Ah, gerade so rechtzeitig. Fast sogar noch zu früh hier. Wieder den Gang hochgeschalten. Oh, den Leistungsregler weiter nach oben geschaltet. ...1400 Punkte haben wir jetzt. Wir haben noch 8 Meilen bis Eagles Cliff. Wenn wir hier unseren Zementwaggons vorbeifahren gesehen haben, können wir mal gleich gucken, wie viel Gesamtgewicht wir jetzt haben, wie viel Tonnen wir mit Lok, soweit ich weiß, ziehen gerade. 1219 Tonnen.
Ah, nicht wenig. Da kann man schon mehr Leistung geben. Ja. Dann erhöhen weiterhin die Leistung. Halt geht. Nur bis im grünen Bereich bleibend. Die kommen jetzt auch langsam auf Tempo. Wir haben nur noch 7,4 Meilen bis Eagles Cliff. Es werden wahrscheinlich gerade leere Waggons, ne? Also wobei ich halt echt nicht weiß, wie schwer das jetzt gerade eben gewesen ist. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. In 2,5 Meilen dürfen noch 30 Meilen Power fahren. Ist an Zugsimulatoren, man fährt wie auf Schienen quasi. Man fährt halt auf Schienen, wodurch man jetzt nicht wie bei beispielsweise Truck-Simulatoren oder sonstigen Simulatoren oder whatever, wo man halt mehr macht als nur auf Schienen fahren, in Anführungszeichen nur, wo man halt nicht noch lenken muss und so weiter. Da hat man halt gut die Möglichkeit, sich noch mal was einzuschenken. Man schön hydriert bleibt. Das ist schon schön. Das ist schon eine schöne Strecke. Je mehr ich jetzt hier mit fahre, hier auf der Tees Valley Line, was war denn das noch? Ich hab auch noch die Möglichkeit, hier diese eine andere britische Strecke zu fahren, die jetzt auch im Industriezeitalter, soweit ich mich erinnere, spielt. Da haben Laban und ich, sind die auch schon mal gefahren hier im Sonntagsfahrer. War bei Sonntagsfahrer. Das ist halt belastend, das Ding ist, vielleicht wäre so eine diese S-Kurve wahrscheinlich kommt, weswegen wir hier wieder abbremsen müssen. Das war jetzt die Warnung für die 30 Miles per Hour. Beim Bremsvorgang mit 25% gehen wir schon mal rein und hören auf bei 40%. Lösen haben wir die Bremse. Ich denke mal, das sollte reichen, dass wir dann auch die 30 erreichen. Lösen wir jetzt wieder die Bremse. Wahrscheinlich sogar noch zu viel. Also zu früh. Das war jetzt zu spät. Wunderbar. Falls hier noch jemand steht. Ist halt die Frage, sollte man mit dem hohen Pfeifton oder hohen Signalton whistlen oder mit dem tiefen? Was ergibt mehr Sinn? Wahrscheinlich eher der hohe, ne? Da man. Oder der Tiefe, dann weil man weiß, da kommt was Dickes auf einen zu. Was
Großes, was Schweres. Da kommt uns eine Class 101 entgegen. Mit der hat es auch echt sehr, sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so einfach geht. Vor allem gut, es hat halt so einfach geklappt aufgrund der Shortcuts. Ne? Da man halt Shortcuts die Funktion hat, kann man halt auch dieses Ganze mit dem Hebel umändern, umgehen. Das hat ja doch eher zu Problemen geführt. Hätte ja jetzt Problem geführt, weil es dann halt nicht angenommen wird, oder man will einen Gang hochschalten, man schaltet dann aber, man bestimmt den Gang ziemlich wirklich ein, mit Griffen mit der Maus. Von daher eigentlich eine sehr gute Sache, dass man das Ganze auch mit Shortcut-Funktion quasi hochschalten kann oder kann. Dadurch ist es halt wieder smoother und wirkt noch mehr realistisch oder noch realistischer, wenn man halt wirklich den Gang bekommt, sag ich mal. Man findet den Gang auf Anhieb, weil man halt die Möglichkeit hat, präziser zu arbeiten, präziser das Ganze zu machen. Schön irgendwie mit den britischen Strecken. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde das britische Sicherheitssystem, also zumindest so wie es jetzt simuliert wird hier, also ich kann es mir ja nur von den Simulatoren her mir ziehen, wie, oder die Infos ziehen, wie das sein könnte. Daher ziehe ich meine Knowledge hauptsächlich. Ich finde das britische System deutlich einfacher als das deutsche mit PZB zusätzlich. Also PZB macht es halt komplexer, das ganze System, finde ich. LZB vereinfacht das Ganze dann wieder ein bisschen. Und gut, SIFA ist halt ja wie... Moment, war SIFA wie AWS oder wie DSD? Ich meine, genau, ja. Die Driver Safety Device ist quasi das Äquivalent zu der SIFA, von dem im direkten Sinne. AWS ist ja nur das Warning System. AWS wäre ja prinzipiell vergleichbar mit PZB, nur halt, dass man nicht irgendwie, dass man sich halt nur wer ist es hier? Wo haben wir es? Man bestätigt das quasi nur mit einem Knopfdruck und hat halt nicht irgendwie 300, also übertrieben gesagt, aber man hat jetzt nicht noch, man muss halt nur auf den mittleren Magneten, den Alerter, man muss nur auf den achten. Wenn das nächste Signal gelb ist, muss man bestätigen, dass man weiß, okay, das Signal ist gelb, nachdem man über den AWS-Magneten quasi rüber ist. Und bei das war es prinzipiell, dann kann man sich halt noch einige selber quasi nach eigenem Ermessen dann runterbremsen. Bei SIFA, bei PZB ist es ja dann doch schon ja, technivisierter, falls das ein Wort ist. Aber mehr technikbezogen, dass halt wirklich schleunigst Tempo XYZ erreichen soll. Oh, 50. Bin hier komplett im Quatschmodus drin, hab eigentlich gemerkt, dass wir wohl nicht gut genug drauf geachtet. Das wäre jetzt eine schöne Kartenplanke haben. Ja, noch ein bisschen muss ich in die Bremsen gehen. Könnte reichen, wunderbar. Oder noch nicht, aber jetzt sind wir langsam durch. Oh, 45, da war ja was.
Hier wird es ja wieder ein bisschen spannender, hier wird es ja kurvenreicher. Ich glaube, es geht dann gleich auch nochmal runter auf 35, kann das sein? Weiß es nicht, wir haben jetzt hier die 45. Okay, nee. Die Vorsignale sind jetzt, würde ich sagen, auf deutschen Strecken einfacher zu erkennen, weil halt... Ja... Weil es halt eine Warntafel ist, ne? Hier hat man halt eher Schrifttafeln, die hier rumstehen. Jetzt als Beispiel jetzt auf dieser Strecke, natürlich auf dem Great Western Express, sieht das halt wieder anders aus. Haben wir halt diese weißen Tafeln, die sind halt auch ziemlich gut. Weil was ist hier schon weiß, außer im Schnee? Dann wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber... Aber ansonsten... Aber ich mag schon die britischen Systeme echt sehr gerne, also... Finde ich sehr fahrbar. Auch einsteigerfreundlich. Ich wollte nicht in die Notverbremsung gehen. Bremsen weiter runter. Jetzt lösen wir die Bremse wieder und geben wieder weiter Leistung, weil wir einfach so crazy gerade wieder runtergehen, was die Geschwindigkeit betrifft, obwohl in Ordnung überfahren. Aber die Notfallbremsung hat mich ja jetzt noch ein bisschen reingebuddert hier. Im Kriechmodus. Da wollten wir den Eagle Cliff ja gar nicht halten. Runter auf. Immerhin nur runter auf 6 Meilen. Hier waren wir schon, haben wir schon angekleistert den Streckenplan. Ich mache auch die Bahnhöfe, wie gesagt, also es haben die Bahnsteige und Bahnhöfe in England, finde ich, also die sehen halt schon nice aus. Deutsche sehen natürlich auch nice aus, aber hat halt wirklich schon so ein nices Feeling von der Ära bekommt man so, ne? Also von den ganzen Backsteinbauten, die sehen schon nice aus. So moderne Bahnhöfe können ja auch nice aussehen, aber irgendwie, ich mag halt die älteren mehr. Also lieber. Muss ja nicht alles modern sein, so, ne? Solange es immer, das Gute ist, dass halt so viele Millionen Bahnsteige gibt, vielleicht sogar Milliarden, wer weiß das schon auf der Welt, die halt im älteren, nehmen wir Millionen, die im älteren Stil gehalten sind oder im alten Baustil, bin ich mir jetzt relativ sicher, dass es nie den Punkt geben wird, wo alle modernisiert. Oder wenn wir jetzt in der aktuellen Zeit schauen, futurisiert wurden. So wie sie halt in Zukunft modernisiert sind. Und da hat man dann auch eigentlich, kann man immer wieder irgendwo einen Bahnhof und Bahnsteig sehen, der in der alten Epoche noch ist. Eine komplett andere Ära der Eisenbahnindustrie Dings. Es ist mir das Wort entfallen, weil ich gerade gesehen habe, dass wir das zunächst über die Stockton Cut Junction fahren. Repräsentiert, könnte es passen? Ich weiß nicht mal mehr, wie das geendet hat oder angefangen hat. Läuft.
in 1,3 Meilen über die Stockton Cut Junction. Ja, wetten, wir werden nochmal weiter runtergebremst und nicht nur auf 50 Miles per Hour runter. Eigentlich müssen wir das ja nicht, ne? Also, solange ja nicht ein bisschen drauf steht. Wenn schon ein bisschen hier oben steht. Okay, machen wir ein gelbes Signal, ja. Wir befinden uns halt immer noch auf einer. Auch noch auf einer Strecke, die wir uns mit dem Personenverkehr teilen. Von daher ist es natürlich möglich, dass da jetzt irgendwie. Uns ein. Eine Class 101 ein bisschen hier. Tag oder die Geschwindigkeit vermisst. Oder also eine Grünphase vermisst. Oh, runter auf 30. Wir werden Notverbremsung aufdrehen rein. Wir sind eigentlich schon wieder runter auf 30. Aufgrund der Kurve da vorne. Oh, Lex des Todes. Da muss man auf die Schilder hier achten, aber. Wir haben auch ein rotes Signal hier vor uns. Und als nächstes halten wir im Thies Rangierbahnhof. Also super, halt immer direkt auf der Junction, ist ja nice. Das war bestimmt so geplant. Ja, aber dann muss der Bremsdruck komplett weg ist. Machen wir weiter Richtung rotes Signal. Sind ja nur noch ein paar hundert Yards bis dorthin. Vielleicht springen wir das dann auch bis dahin um. Haben wir aufgrund. Ah, es kann sein, dass wir aufgrund des Kollegen der leere Wagen für die Stahlfabrik gerade liefert. Was zur Stahlfabrik fährt. Wird deswegen hier das rote Signal haben und es gleich wieder umspringt auf dem Grün, wenn er rüber ist über den nächsten Spot. Der hat ja scheinbar hervorragende Kollege. Weiter. Also jetzt bei 3570 Punkten. Sprich, uns fehlen nur noch 500 Punkte für die Goldmedaille. Sollten wir hinbekommen, denke ich. Kommen wir mal weiter, 600 Yards, 600, vor allem 60 Yards sind es noch. Können wir gut, ganz gut runterbremsen.
Dann warten wir mal hier vor dem roten Signal. Dass der Kollege das Signal freigibt. Ich vermute mal, es wird da sein. Wir können einfach mal kurz gucken. Ja, er wird das sein, weil wir dort quasi das Ganze kreuzen. Vielleicht ist immer schon mal Gold richtig, was das betrifft. Jetzt haben wir ein gelbes Signal, dann können wir wieder die Zugbremsen lösen. Bremsdruck hat sich verringert, wir rollen bergab leicht. Dann können wir wieder Leistung geben. Leistung erhöhen. Da können wir schon eine Leistung auf 3.0 packen, ich glaube schon. Ah, vielleicht nicht ganz. 600 Yards haben wir wieder ein rotes Signal. Bis dahin können wir uns aber nochmal hinrollen. Bremsen kommen wir immer noch wieder über den Fluss rüber. Da hinten die blaue Brücke, die haben wir noch bisher noch gar nicht wirklich aus der Perspektive sehen können. Also gar nicht wirklich sehen können, aber habe ich noch nicht drauf achten können wirklich. Dann nehmen wir wieder Leistung raus. Wir rollen weiter Richtung nächsten roten Signal. So ist es halt im Güterverkehr. Da muss man halt auch schon ab und an mal warten. Da sprang es um auf grün. Also auf gelb, besser gesagt. Haben wir auch gesehen, dass es gelb ist. Vielleicht haben wir einen Weichenwechsel ungefähr in 120 Yards. Center, besser gesagt, 500 Yards haben wir ein gleiches Wechsel wahrscheinlich nicht. Hier ein rotes Signal. Wir pendeln uns jetzt wahrscheinlich vom roten Signal zum nächsten roten Signal Richtung Spot vom Rangierbahnhof von Thies, wo wir dann halten sollen. Das Ganze nochmal schön voller Pracht. Jetzt haben wir ein grünes Signal, ein gelbes Signal. Ist immer super, ne? Diese Signale springen häufig mal so schön um, dass man gerade erst wieder dabei ist. Dass man gerade so wirklich zum Stehen kommt und den Bremsdruck gar nicht mehr so schnell wieder. Umgehen kann oder verringern kann. Aber dann haben wir es natürlich geschafft, dann werden wir es nochmal hier auf das richtige Gleis weitergeleitet, dass wir dann dort halten können. Oder ich gehe mal davon aus, na, die Missionen sind ja nicht immer so, vor allem es ist keine Rangiermission, fährt man eigentlich schon instant wieder aufs richtige Gleis rauf, von daher passt das. 3660 Punkte haben wir aktuell. Das Nahe sollte damit eigentlich um sein, also da ich eigentlich immer im grünen Bereich gefahren bin, hat das ganze Szenario auch deutlich, wobei ich auch ein paar Pausen machen müssen wegen der Katze, ne?
Aber ich glaube, es hat trotzdem deutlich länger gedauert. Dann immer so 5 Minuten länger als erwartet. Oder als zu erwarten war. Ich würde jetzt einfach mal so behaupten. Weil ich könnte es mir vorstellen. Nehmen die Leistung raus, es geht dann leicht bergab. Mal eine langsame Vorbeifahrt zum Abschluss des Ganzen. Aber es ist schon nice mit der Moving Skybox. Das merkt man halt so gar nicht beim Fahren, dass sie sich auch so gut bewegt. Okay, wir haben wieder ein gelbes Signal. Das nächste wird dann rot sein. Das war einfach gerade drauf zu aus Abstellgleis. Könnte auch mal das nächste Signal sogar auch gelb, das passt ja. Also auch so wie es auf dem Streckenplan angezeigt war. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass es rot sein wird. Ich denke bei, wo kann man anfangen zu bremsen, 150 Quarz oder 100 Yards um den Dreh, würde ich sagen. Vor allem wäre ich auch langsamer, also ich würde sagen 100 Yards. Oder 150 Yards, ich kann mich nicht entscheiden. Meinung, das war zu früh. Das kann um 20% reingehen, das sollte passen. Boah, so in etwa Pi mal Daumen. Gut gemacht. Sichern Sie die Lokomotive und steigen Sie aus, um Ihre Fahrarbeit zu beenden. 4220 Punkte haben wir jetzt mittlerweile. Ach. Ja, blöd. Sitzen bleiben. Auf Notfall runter. Fahren, bis der Bremser komplett weg ist. Dann können wir den aus ganz auch herunterfahren. Richtungswende auf aus. Generalschlüssel auf aus. Und dann können wir aussteigen. Und das Ganze beenden. Jetzt sind wir für 470 Punkten. Dementsprechend haben wir dann auch das erste Szenario und die erste Fahrt, die erste richtige Fahrt mit der Class 311FX hinter uns. Achievement Unlock CL31 Full Circle. Zementkreis, jawohl, haben wir abgeschlossen. Weiterhin Level 31 insgesamt. Wird jetzt bei den Level 8. In der Class 31 sind wir Level 4. Wir haben 42 Minuten 16 benötigt, 7 Minuten mehr als erwartet. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben nicht Full Power gegeben. Wir sind immer so im grünen Bereich gefahren. Oder möglichst im grünen Bereich. Ich vermute. Also da ist halt grün, wenn man weit darüber ist, es halt in den roten Bereich geht, gehe ich mal davon aus, dass man, wenn man im grünen Bereich ist, dass es halt für den Motor schonender ist, als wenn man jetzt full reingeht. Deswegen
habe ich auch gesagt, dass ich im grünen Bereich fahre. Deswegen haben wir auch solche smoothen Kurven, die nach oben gehen. Die Bremskurven gehen natürlich deutlich weiter runter, aber die Beschleunigungskurven sind sehr, sehr flach, sag ich mal. Deswegen haben wir auch 42 Minuten benötigt. Das wäre auch locker in 35 Minuten hätte das geklappt. Wir haben 13,21 Meilen zurückgelegt und 4.470 Punkte bekommen und eine Goldmedaille. Dann schauen wir noch mal uns kurz an, welches Szenario das nächste ist, was wir dort machen. Das wird, glaube ich, auch wieder ein längeres. Und das nächste Szenario auf der Tees Valley Line wäre Tankwagen Ärger. Eine einfache Fahrt wird erschwert, wenn im Zug ein heißes Achslager entdeckt wird. Mit der Class 311, die sind wir jetzt auch gleich mehr oder weniger gewohnt. 45 Minuten soll das Ganze dauern. Schwierigkeit 4 von 5. Ja, 5200 Punkte bräuchten wir. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe euch in einem nächsten Train Sim World Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.